Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön, auch so viele Anmeldungen, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja nicht so einfach, nach der Pandemie auch wieder Leute zusammenzubringen. Und ich finde es sehr schön, auch wieder eben in Präsenz diskutieren zu können, lehren und lernen zu können. Meine Folien heute sind ein bisschen gemischt. Ich bitte, das nachzusehen. Kein Niederländisch, aber ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, weil sie eben auch aus Projektkontexten kommen, in denen ich tätig bin. Vielleicht noch eine Ergänzung zu vorher, also das sehen Sie auch gleich in der Präsentation, ich arbeite eigentlich immer in interdisziplinären Teams oder manchmal auch, wie man dann sagt, transdisziplinär, da gibt es ja auch viel Entwicklung in dem Bereich. Da werde ich Ihnen auch was zeigen. Also zum einen haben wir so einen Kontext von Rotterdam, Delft und Leiden, die örtlich auch sehr nah zusammen sind. Und zum anderen gibt es einen Kontext, in dem ich auch involviert bin. Das sind die vier technischen Universitäten der Niederlande, Eindhoven, Twente, Wageningen und Delft. Und da geht es dann speziell um Fragen der digitalen Bildung in den Ingenieurswissenschaften. Und besondere Herausforderungen da. Und das ist ganz spannend, diese verschiedenen Kontexte zu sehen, auch unterschiedliche Fragestellungen zu sehen und unterschiedliche Herangehensweisen. Wir hatten übrigens vor 2 Wochen auch unseren Tag der Lehre oder Education Day, wie es dann da heißt, auch ganz interessant. Sehen Sie auch gleich noch ein Bild dazu. Ich fange mal einfach an. Also ich glaube, ich denke mittlerweile so an die 30 Jahre über digitales Lernen und Lernen nach. Habe ursprünglich in Trier studiert, Psychologie, und da hatten wir einen Bereich, der dann versuchte, Psychologen KI beizubringen. Interessanterweise ist das Thema wieder sehr en vogue. Heutzutage will natürlich jeder und muss auch jeder sich wieder mit dem Thema KI auseinandersetzen. Was ich spannend finde im Kontext der Digitalisierung ist dann schon die Frage, was bieten eigentlich diese digitalen Gerätschaften für andere Möglichkeiten, als wir sie sonst haben, als wir sie in einem typischen Klassenzimmer finden oder in einem typischen Vorlesungssaal, oder wie müssen wir auch Konzepte neu denken der Lehre, wenn wir sie integriert mit Technologien denken wollen. Ja? Und im Wesentlichen sehe ich da Punkte, wie beispielsweise Datenerfassung, Datenspeicherung, also ich gehe mal so echt zu den grundlegenden Prinzipien zurück, Verarbeiten, sehr hochkomplexe Verarbeitung von Daten, schnelle Verarbeitung von Daten, schnelle Aggregation von Daten, aber auch komplexe Simulationen können wir natürlich heute auch direkt live einsetzen, ja, von wirklich Simulationen im Wirtschaftsbereich bis hin zu Spielen. Ja? Also wir haben unglaublich viel Daten, die wir kontinuierlich sammeln, speichern, analysieren können. Wir haben die Möglichkeit, komplexe Prozesse zu steuern und dann natürlich auch die Mittel der Kommunikation. Ja? Gestern sagte jemand zu mir irgendwie, ich kann meinen Sohn nicht erreichen. Leider benutzen die ja die Telefone für alles andere außer telefonieren mittlerweile. Ja? Also die kennen die Funktion gar nicht mehr. Aber neben dem Telefonieren steckt natürlich ganz viel da drin, wie wir digitale Geräte, und das skaliert sich mittlerweile von Laptop und PCs, Serverfarm bis hin zu Kleinstgeräten, bis hin zu Quantencomputern, die wir wahrscheinlich in naher Zukunft auch sehen werden, hin. Also das ist inhärent in unseren ganzen Dingen, die wir heutzutage benutzen. Ne? Ich fand eigentlich diese Zusammenstellung, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, also mir war der wichtige Punkt, so was sind eigentlich die grundlegenden Maßnahmen, wenn wir dann im Beispiel, ich gehe mal ein vor, im Beispiel solcher Modelle, Summer, wer kennt Summer als Modell oder benutzt das? Also so grundsätzlich, ich fand die Begriffe ganz schön, also Technology Enhanced Learning hatte Hendrik ja schon erwähnt, also da sind wir jetzt mal im Englischen auf der linken Seite, also wenn es dann um Augmentation, den Begriff Substitution finde ich so wert zu diskutieren, aber ich finde auch die deutschen Begriffe ganz gut. Neubelegung, Änderung, Erweiterung, Ersetzung.
Mein Hauptpunkt damit ist also unsere Herangehensweise, wenn wir über technologiegestützte Lehre nachdenken, ist eigentlich immer, sich bestehende Prozesse anzuschauen. Nehmen wir mal Assessment beispielsweise. Wie geht das heute in Universitäten oder auch in anderen Bereichen vonstatten? Große Lehrsäle, noch wenig Digitalisierung, man hat Probleme der Authentifizierung, wenn es remote gemacht wird, was wir jetzt in Covid gesehen haben und so weiter. Also wie können wir diese Prozesse entweder verbessern, beispielsweise letzte Woche mit dem Kollegen gesprochen, der ein großes Projekt, wo einfach mit Mobiltelefonen dann Klausuren eingescannt werden konnten und dadurch viel schneller korrigiert werden konnten. Ja? Also wie können wir bestehende Prozesse nehmen, da Technologie benutzen, diese zu verbessern, verschnellern, effizienter zu machen, benutzungsfreundlicher zu machen und so weiter. Also ich finde das eigentlich ein sehr schönes Modell. Die Referenzen sehen Sie auch hinterher auf meinen Folien. Und ich denke, es ist auch nicht in dem Sinne irgendwie, muss nicht linear gedacht werden von Neubelegung zu Ersetzung, sondern man kann eigentlich alle Punkte der Änderung, des Umdenkens, der Erweiterung nutzen, um wirklich technologiegestütztes oder technologie-enhanced Learning zu machen, zu bauen, zu implementieren. Interessanterweise kam ich bei meiner Recherche auch auf eine kürzlich erschienene, einen Bericht der Ständigen Wissenschaftlichen Kommunikation, Kommission. Hat die schon jemand gelesen oder kennt die jemand? Interessanterweise, da kamen so 12 Ratschläge auch zur Digitalisierung oder Empfehlungen, wie man dann wohl sagen muss. Ich habe die mal so kurz zusammengefasst. Da geht es zum Teil um Infrastruktur für Lernmaterialien. Wie gehen wir damit um? Wie denken wir auch die Professionalisierung parallel, also Zentren für digitale Bildung? Übrigens, die Empfehlungen gehen von Primary Education, von Kindergartenerziehung im Prinzip bis in die Hochschullehre. Andere Dinge, Einführung eines Pflichtfaches Informatik, auch eine Wissenschaftsorientierung, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also in den letzten 20 Jahren würde ich sagen, viel von dem, was wir gesehen haben, wenn neue Methoden entwickelt wurden, sei es innovative Lernszenarien oder Unterstützung von Technologie, oft ist hier auch eben ein wissenschaftliches Herangehen, wie verändern wir diese Prozesse, wie unterstützen wir diese Prozesse und was wollen wir eigentlich erreichen damit? Ja, wie messen wir Erfolg in dem Sinne? Ganz wichtig. Und ich werde einige von den Themen, vielleicht noch Prüfungswesen oder Testen, wie können wir das digitalisieren, ist ein großes Themenbereich. Ich werde einige von diesen wieder aufgreifen und so ein paar Ansätze zeigen, wie wir das in den Niederlanden oder wie viel hierzu in den Niederlanden gemacht wird. Alright. Meine Position, auch interessant, grundsätzlich ist, ich sehe Digitalisierung im Lehr-Lern-Bereich nicht als Ersetzung, da gibt es ja viel Diskussion, sondern es ist eine Erweiterung des Werkzeugkastens, mit dem wir lehren und lernen können. Also es ist auf beiden Seiten. Es gibt neue Möglichkeiten für die Lernenden, neue Formen von Lernmaterialien, neue Formen, sich mit den Themen und Stoff, mit dem Stoff auseinanderzusetzen. Und es gibt natürlich auch neue Möglichkeiten für die Lehrenden. Ja. Lass ich mal einfach so stehen. Wenn Sie da anderer Meinung sind, freue ich mich auf eine Diskussion hinterher beim Kaffee. Gut, aber wie können wir das denn jetzt realisieren, umsetzen? Wie wollen wir das anpacken? Professionalisierung hatten wir vorher schon erwähnt. Das ist natürlich was, was in vielen Bereichen gemacht wird, was auch schon seit vielen Jahren dann immer wieder gerufen wird. Was sind so ein paar Konzepte, wo ich denke, beispielsweise also aus meinem Arbeitsbereich, wie das effizient gemacht werden kann?
Eine Sache ist, mit Champions zu arbeiten, also herausragenden Beispielen an allen, eigentlich an allen drei Unis, an denen ich arbeite, und auch bei den anderen in den Niederlanden finden Sie überall Education Fellows. Das ist eine Form von Stipendium oder Unterstützung für Lehrende. Ja, die reichen ein innovatives Konzept ein. Comenius Fellows sind so ähnliche Konzepte im internationalen Bereich, und die können dann eine Zeit ihr Lehrdeputat verringern und diese Zeit nutzen, um Forschung zu betreiben. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Sinne, wie können wir eigentlich eine Veränderung herbeiführen im Mindset von ich doziere und lehre, mache halt meine Vorlesung, mache ich seit 10 Jahren so, dahingehend zu ich lerne aus meinem Vorgehen was, ich reflektiere, ich restrukturiere diese Vorlesung, ich mache neue Formate, ich probiere das aus. Also dahin zu einem Mindset von Lehrenden, die auch wirklich aktiv über das reflektieren, was sie tun. Und das hat noch einen weiteren Aspekt, auch eine sehr große Diskussion in den Niederlanden im Moment geht um das Thema, wie können wir an Universitäten eigentlich Professionalisierung von Lehrenden auch in der Karriereperspektive unterstützen. Also normalerweise haben sie immer so ein klassisches Schema von wegen Publications und Drittmittel. Wenn sie an der Uni Karriere mitmachen wollen, zumindest in den Niederlanden, dann müssen sie genau diese zwei Dinge erfüllen, viele Drittmittel einwerben, gute Publikationen machen, hohen Scientific Impact haben. Und dagegen steht jetzt so ein Modell, was eigentlich mehr so Principal Educators auch unterstützt. Das heißt, das sind Menschen, die sich eigentlich mehr genau für die Lehre an der Uni interessieren, dafür auch begeistern. Und wenn Sie jetzt dann so eine Education Fellowship weiterdenken, dann sind das eben auch Leute, die in eine Tenure-Track-Position kommen können, aber nicht ein Schwerpunkt unbedingt auf, ich muss ganz viele Drittmittel einwerben und ganz viel Forschung machen, sondern ich muss innovative Lehre machen. Ja? Da müssen Sie natürlich in den Berufsprofilen dann auch zum einen neue Perspektiven, Karrierepfade eröffnen, aber Sie müssen auch eigentlich die Wertschätzung von innovativer Lehre so ein bisschen anders denken. Und aus meiner Sicht beginnt das damit, dass diese Education Fellows wirklich aktive Dozierende sind, die so in einem klassischen Tenure-Track-Projekt drin sitzen, aber dann mal sagen, ich möchte jetzt 2 Jahre genau dieses Thema erforschen. Ein anderer Punkt ist, jetzt haben wir solche Projekte, ja, wie teilen wir denn das miteinander? Weil es gibt ja so den kleinen Hemmschuh vielleicht. Also Henrik und ich, wir hatten auch zusammen lange an Open Educational Resources in internationalen Kontext gearbeitet, und dann haben sie ein super Lehrportal mit 2 Millionen Lernobjekten und im Endeffekt niemand der Lehrenden benutzt diese Materialien wieder. Ja? Wenn sie Glück haben, vielleicht ein paar von den Stars werden dann die Vorlesung genommen und der Rest, der dümpelt da so vor sich hin. Also wie schaffen wir es, diese Lernmaterialien wirklich aktiv in den Gebrauch zu bringen? Ja? Und dazu müssen wir natürlich eine Gemeinschaft formen. Ein Beispiel, wie wir versuchen, das wirklich zu machen, jetzt mehr auf einer wissenschaftlichen Erkenntnisebene, was funktioniert nicht in der digitalen Lehre. Das ist ein Portal, Link sehen Sie auch später, das ist jetzt vom Center for Engineering Education. Hier können Sie alle Projekte finden, die quasi diese Föderation seit 10, 12 Jahren unterstützt. Können nach verschiedenen Themen suchen, haben zu jedem Projekt dann auch die Publikationen dazu, mögliche Lernmaterialien, die in dem Kontext entwickelt wurden und so weiter und so fort, Werkzeuge. Und das versuchen wir auch nachhalten. Und ich glaube, dieses Nachhalten ist ganz wichtig, weil ansonsten werden die jungen Kollegen, die jetzt heute hier sitzen, genau das Gleiche sehen, was ich heute sehe, dass nämlich jetzt, dann wird wieder KI, wahrscheinlich die nächste Generation en vogue, und dann wird wieder das Gleiche über Personalisierung erzählt, was vor 30 Jahren erzählt wurde. Und ich denke, das können wir nur verhindern, indem sehr viel auch darüber nachgedacht wird, wie können wir Dinge nachhaltig weiterentwickeln. Ja?
und nicht jetzt entwickeln und wenn die Projektförderung zu Ende ist, dann gucken wir, was wir als nächstes Projekt akquirieren. Also das ist jetzt so ein Beispiel, Sharing is Caring geht aber natürlich auch viel weiter und das ist ein echt schwieriges Problem, finde ich. Also ich kann Ihnen da keine Patentlösungen sagen, aber es ist ein sehr zentraler Punkt, denke ich. Ein anderer Punkt, und der geht dann mehr auf die Wissenschaftlichkeit, ist das Verstehen eigentlich, was sind diese Technologien, was bedeuten neue Technologien für Lehren und Lernen und was ist der Impact, was sind die Grenzen, was sind Beschränkungen, was sind Risiken beispielsweise auch. Ja, das ist ein Beispiel, da können Sie auch sehr viel lernen heute in dem Rapide-Workshop, weil nämlich die TU Delft auch Partner ist in Rapide. Wir leiten dort ein Arbeitspaket über Peer Assessment und Peer Review. Und das war eigentlich eine ganz schöne Erfahrung jetzt im letzten Jahr mit drei Kolleginnen zusammen ein Literature Review geschrieben darüber, wie wird eigentlich Peer Assessment und Peer Review eingesetzt, was sieht man da für Varianten, also Sie können sich, um das nur ganz kurz zu illustrieren, Sie können sich natürlich, wenn Sie, ist jedem der Begriff Peer Assessment ungefähr, wie das funktioniert? Also hier vorne, die alle schreiben jetzt ein Paper zu, um was ging es bei Herrn Spechts Keynote, Abstract, 5 Zeilen bitte, und dann wird durchgemischelt und Sie müssen sich alle gegenseitig beurteilen. Ja? Kann man nun anonymisieren, kann man Mitnamen machen, wie auch immer. Da gibt es also viele Varianten und man könnte auch jetzt verschiedene Inhalte machen. Ich kann Sie fragen, irgendwie einen 5-Zeiler zu schreiben, ich kann Sie fragen, nur 3 Worte aufzuschreiben, ich kann Sie fragen, ein kleines Video dazu aufzunehmen auf Ihrem Smartphone. Da gibt es viele Varianten und es gibt sehr viele Varianten, was für Effekte dann da eigentlich rauskommen. Ja? Also das geht davon, das beginnt damit, überhaupt mal einen sozialen Austausch zu bekommen, sich bewusst zu werden, was denken eigentlich die anderen in diesem Vortrag hier über den Vortrag. Es geht aber auch darum, die Kriterien zur Einschätzung zu verinnerlichen. Ja? Also wie muss ich das überhaupt beurteilen? Also wir setzen das zum Beispiel dann jetzt so ein, dass Studierende wirklich in der Vorlesung beispielsweise die Arbeiten des Vorjahrs beurteilen und selbst die Rubrik zur Beurteilung entwickeln. Die müssen sich also Gedanken darüber machen, was bedeutet Qualität in diesem Text oder in diesem Stück Software, das ich sehe, und müssen diese Kriterien explizit machen und auch die Qualitätsstufen auf diesen Kriterien beschreiben. Ja? Das ist ein Beispiel, wo wir auch sehen, also um das jetzt zu illustrieren, wo zum einen die Möglichkeiten eines Designraums aufzuspannen, gehört dazu, eine Technologie zu verstehen oder das in dem Fall eine Mischung zwischen Technologie und Instructional Design, würde ich sagen. Es muss aber auch klar darüber sein, oder man lernt auch etwas darüber, wie kann ich diese Dinge nun einsetzen und was für Effekte will ich damit eigentlich erreichen und welche Priorität gebe ich welchen Effekten. Das ist ein Beispiel, wie gesagt, weiteres zur Diskussion in Rapide heute. Und dann natürlich ein sehr großes Thema KI. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, Donald Clark als Sprecher. Sehr schönes Buch zu Artificial Intelligence in Education, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Und hier geht es natürlich auch ganz viel darum, ich fand eigentlich den mittleren Strang, also er spricht dort über verschiedene Potenziale und Möglichkeiten von KI und diese Idee als Leitidee mal zu nehmen, every student in the front row. Ja? Also dieses Potenzial, das die KI in dem Fall bietet, ist natürlich auch ein Skalierungspotenzial im Wesentlichen. Ja? Ob ich jetzt Feedback geben kann, wobei ich den Lehrenden schon unterstütze, durch Sammlung von Informationen, durch Interaktion mit den Studierenden und so weiter. Das kann eine Leitidee sein beim Einsatz von KI. Gibt es noch viel mehr dazu? Ich belasse es mal hiermit, ich komme da später nochmal drauf.
Ein anderer Sprecher, den wir vor 2 Jahren hatten, ist Justin Reich. Das Buch habe ich jetzt nicht abgebildet, aber auch sehr zu empfehlen. Kollege vom MIT. Und der spricht ganz viel darüber, to tinker with technology. Ja, also wir müssen vielleicht noch um diese Möglichkeiten, und da sind wir wieder ein bisschen bei der Idee vom Anfang, die Lehrenden dazu bringen, neugierig zu sein. Was sind die Möglichkeiten mit Technologie? Aber sich auch natürlich Gedanken zu machen, was ist mein Problem, was will ich überhaupt auflösen? Gut, was habe ich jetzt für Technologie, was für ein Menü habe ich sozusagen zur Verfügung, um dieses Problem zu adressieren? Und da spricht Justin ganz viel drüber, wie man jetzt diese Technologien auch mit kleinen, feinen Tweaks anpassen kann, um sie sich eigentlich zum einen zu eigen zu machen und sie als Instrument dann aktiver einzusetzen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, um wirklich diesen aktiveren Gebrauch von digitalen Mitteln in der Lehre zu unterstützen. Vielleicht eine kleine Bemerkung zur Seite oder nebenbei, was ich auch sehe an vielen Universitäten, insbesondere jetzt auch in Delft, an allen Fakultäten, ich weiß nicht, wie das hier ist, die haben dann auch sogenannte Teaching Teams, also da gibt es viel die Diskussion über fachspezifische Lehre und dass ich zum Beispiel in der Informatik ein Teaching Team habe, was Dozenten sind, die zum einen im fachlichen Inhalt drinstecken, aber die auch eben sehr innovativ sind. Und da sehe ich sehr viel Entwicklung genau von diesen Teaching Teams, von Principal Educators. Ich glaube, das ist genau die Kultur, die wir brauchen, um das auch nachhaltig in der Lehre zu verankern. Genau, 2020 war das. Schönes Buch. So, naja, ich habe versprochen, in meinem Abstract so ein bisschen auch über Evidenz zu sprechen, also über, ja, der Specht steht da vorne, der kann ja viel erzählen. Funktioniert das überhaupt? Und ich habe mal zum einen jetzt einen Stichpunktekatalog und so aktuelle Themen, die in den Projekten sind. Und am Schluss finden Sie dann auch noch Referenzen über wissenschaftliche Papers, zusammengefasst in, ich glaube, es sind 12 Doktorarbeiten der letzten Jahre. Jede steht dann wieder für 4, 5 Papers, die... Also oder ich begleite seit Jahren immer kumulative Promotionsprojekte, da waren also immer 4, 5 Papers publiziert in Journals oder Peer-Reviewed Konferenzen und es liegt also alles dahinter. Und wenn Sie Fragen haben zu bestimmten Themen, die ich jetzt nenne oder kurz anreiße, schreiben Sie mir eine Mail oder kontaktieren Sie mich anderweitig. Ich habe das in 3 Themenblöcke geclustert, nämlich zum ersten Mal die Daten. Sprechen wir natürlich viel über Learning Analytics. Was ich merke, ist, dass bei vielen, gerade von den Universitäten mehr im Ingenieurskontext, dann Learning Analytics, das ist so ein Thema, ja, das wird dann bei der Informatik platziert oder so, das ist ja ein Hobby der Informatiker, so Number Crushing, Big Data. Ich denke aber, es ist sehr viel wichtiger, eigentlich über Assessment nachzudenken und wie wir Assessment und Bewertung neu denken. Und das hat schon mit ganz einfachen Dingen zu tun, wie bekommen wir es eigentlich hin, in Kursen wirklich weg von diesem summativen Assessment zu kommen und mehr zum formativen Prozess, der begleitend immer wieder Feedback gibt und den Lernenden und die Lehrenden dabei unterstützt, diesen Prozess aktiv zu gestalten. Ja? Kleines Highlight aus diesem Peer Assessment Review aus Rapide, fand ich super interessant. Und zwar haben wir gefunden, dass wenn Sie am Anfang von einem Seminar die Lernenden mehr, also nicht in Grades, in Niederlanden haben wir System 1 bis 10, 10 ist das Beste, also die nicht ihre Peer-Review-Noten vergeben lassen von 1 bis 10, sondern mehr Fragen inhaltlich, dieser Text. Die müssen dann inhaltlich drunter schreiben, was finden sie gut, was finden sie nicht gut. Das führt zu einer Veränderung der Kultur in diesem Seminar. Das führt nämlich dahin, dass wirklich viel mehr inhaltliche Diskussionen stattfinden, statt nur Learning to the Test stattfindet. Also
Weil das ist ja die Regel, würde ich sagen. Die ganzen Studis versuchen natürlich, ich muss die beste Note kriegen. Wie kriege ich die beste Note? Dafür lerne ich. Ja? Und die zweite Frage, die dann oft dahinter steht und ein bisschen vielleicht im Hintergrund versinkt, ist die Frage, warum sitze ich eigentlich hier? Ja, warum interessiert mich das? Warum ist das spannend? Ja, was will ich darüber lernen? Und das können Sie eigentlich durch ganz einfaches, und das wäre jetzt wieder so ein Beispiel für Tinkering, also probieren Sie Peer Assessment, probieren Sie Peer Review aus, nutzen Sie das in Ihren eigenen Seminaren oder Vorlesungen und da können Sie solche Effekte erreichen. Das finde ich sehr weitgehend. Also da sind wir jetzt formatives, summatives Assessment, ganz viel arbeiten, zeige ich noch was. Wenn wir über Datenaggregation sprechen und Learning Analytics ist natürlich über Reporting, sind da mehr Unterstützung der Lernenden. Gehe ich mal nicht weiter drauf ein, weil da gibt es sehr viel Arbeiten zu. Ich will den dritten Punkt noch ansprechen, weil ich glaube, das ist auch ein Schlüsselthema, ist Unterstützung der Lehrenden. Was wir gesehen haben, ist, dass also zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Projekt aus dem Bereich Learning Analytics ist von der KU Löwen implementiert. Die haben Dashboards gebaut mit Studierendendaten und diese Daten werden hauptsächlich in Beratungsgesprächen genutzt zu den Studi-Adviseurs, Studienberatung wird damit gemacht, ja. Kann ich also als Studierender hinkommen, kann dort ein Gespräch führen und das kann basiert auf den Daten, welche Kurse habe ich genommen, wie erfolgreich habe ich diese Kurse, sind die verlaufen. Ich glaube, dass ein ganz wichtiges Potenzial und ganz wichtiges Kriterium für den erfolgreichen Einsatz von Learning Analytics auch ist, dass wir eben die Beschäftigung und die Arbeiten der Lehrenden mitdenken. Ja, nicht nur im Sinne von, welcher Student ist Dropout gefährdet oder welcher ist nicht aktiv, sondern auch inhaltliche Gespräche zu führen. Wie können wir das verbessern? Und ein ganz interessanten Link, ich glaube, ich habe vor 15 Jahren einen Vortrag über Bildungscontrolling auch in Frankfurt hier gehalten. Eigentlich hat das auch sehr viel mit Bildungscontrolling zu tun. Ja? Also ich will sowohl auf individueller Ebene sehen, was sind die Lernpfade, was sind die Angebote, aber natürlich auch von einem ganzen Studiengang, was sind erfolgreiche Kurse, wo muss ich vielleicht mein Kursportfolio erweitern und so weiter. Also das spielt auf allen Ebenen mit rein. Grundsätzlich zu Umdenken von Assessment, Lernerunterstützung im Reporting beispielsweise, Unterstützung der Lehre, als auch auf organisatorischer Ebene. Ja, aber da haben Sie den Experten im Haus sozusagen, das wäre ein bisschen Eulen nach Athen getragen. Aber ich denke, da ist sehr viel Potenzial. Ein zweites Thema ist Virtualisierung. Ich will mal zwei ich glaube, es gibt heute auch ein Beispiel zum Projekt Warp, heißt das, glaube ich, ja, in Digitel, genau, wo es um Einsatz von VR geht, zur Nutzung von Laboren, also war in Covid natürlich auch so ein schönes Beispiel, was sich durch den Druck entwickelt hat. Studierende müssen in Laboren lernen können, wir können nicht alle auf den Campus kommen. Wie machen wir das? Ja, das ist ein Problem, das ich durch virtuelle Labore lösen kann. Ich finde es sehr interessant, das auch in einem Skalierungsaspekt zu denken. Also wir haben ein Beispiel, wo VR eingesetzt wird, das ist Studierende in der Architektur oder in der Baukunde, die müssen lernen, mit so einem Roboterarm, der steht auf so einem Tisch, den zu programmieren und damit im Prinzip Probleme zu lösen, die sie später beim Bauen, unter Einsatz auch von 3D-Druck und so weiter, beim Einsatz von Robotern auf dem Bau benutzen müssen. Und das wird einfach dadurch skaliert, dass wir ein digitales Replika dieses Roboterarms haben. In der Programmierumgebung, ich kann genau mit diesem Roboterarm auch üben,
Es gibt aber einen genauen Zeitplan, wann Studierende dann Zugriff haben auf das physikalische Labor und was sie davor üben können und was sie dann wirklich in der virtuellen Welt machen und was sie in der echten Welt machen. Weil beide Aspekte, denke ich, wichtig sind, um das zu lernen. Ich muss mal gerade gucken, wie ich mit der Zeit bin. Ja. Ich lasse es mal bei dem Beispiel, ich komme gleich nochmal zum zweiten Beispiel. Und Digital Skills, wem ist der Begriff Digital Skills, wer hat das schon mal gehört? Was denken Sie ist, wer glaubt, dass, ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten, Data Literacy, Digital Literacy oder Computational Thinking? Wer glaubt, dass Data Literacy das Wichtigste ist, um es anzugehen? Jetzt bitte die Hand heben, wer für Data Literacy ist. Niemand. Eins. Digital Literacy. Wer glaubt, dass das sehr wichtig ist? Okay, drei, sagen wir mal so 10 aufgerundet. Und Computational Thinking, wer glaubt, dass das wichtig ist? Okay, kann ich einen Vertreter der dritten Gruppe bitten, mir zu erklären, was Computational Thinking bitte ist? Einfach in grob, ganz grob. Das, ja, bitte. Was finden Sie denn das Wichtigste auf der Folie? Wie bitte? Coding für alle. Okay, okay. Guter Punkt. Digital Literacy. Um was geht's da? Da war da hinten viel irgendjemand? Vielleicht nur ein Beispiel. Worum geht's da? Geht's um digitale Tools? Ja, ich sehe ein Ja. Gut, okay, das lasse ich mal gelten. Data Literacy. Worum geht's denn da? Da hatten wir nur ein paar. Ja, bitte. Umgang mit Daten, genau, Auswertung, Beschreibung dieser Daten, Analyse und so weiter. Genau, also ich, sehr schön, wir haben in so Studien zu Computational Thinking und Digital Literacy übrigens auch herausgefunden, dass die Begriffsklärung der erste wichtige Schritt ist, weil das sehr breite Begriffe sind. Also ich denke auch, dass das sehr wichtig ist. Ich habe das versucht, so ein bisschen darzustellen, also wirklich der Umgang mit Daten ist aber auch ein neues Feld, was ich, also wodurch ich auch jetzt in den letzten 4 Jahren durch die Informatik in Delft meine Kollegen da sehr viel gelernt habe, wieder, also das spielt bei der Data Literacy nicht nur Big Data und so weiter rein, sondern natürlich auch die ganzen Fragen von beispielsweise Entwicklung von Machine Learning Modellen. Ja, also die Grundlage von jedem KI-Modell oder Machine Learning-Modell ist natürlich gut qualitative Daten. Wenn ich diese nicht habe, um mein Modell zu trainieren, dann lernt das Modell auch ein Bias. Ja? Also diese ganze Diskussion über Bias, Machine Learning-Modelle, die dann irgendwelche Personalinterviews führen und hinterher bestimmte Gruppen komplett einfach ignorieren oder falsch einschätzen. Das sind natürlich Probleme, die auch viel mit den Trainings und der Einschätzung der Qualität dieser Daten zu tun haben. Digital Literacy, glaube ich wirklich, dass das zu kompletter Umstrukturierung und neuen Berufsfeldern führt. Digital Humanities ist eigentlich ein gutes Beispiel, wo es einfach durch digitale Werkzeuge neue Methoden gibt, um Analysen durchzuführen, die wir eigentlich vorher noch nie durchführen konnten und Dinge auch neu einschätzen können. Und Computational Thinking, ja, würde ich zustimmen. Coding für alle ist ein zentraler Punkt. Ein Thema, was ich dazu noch betonen möchte, das war auch so ein Lernprozess für mich in den letzten Jahren. Also eine Sache ist dann mit Scratch und allen möglichen oder Einsteiger-Programmiertools Kids oder Studierenden beizubringen, was eine Schleife ist, was eine Iteration ist, was für Datentypen es gibt und so weiter. Aus meiner Sicht beginnt aber das Computational Thinking dann oder wird sehr viel interessanter, wenn wir eigentlich über Algorithmen sprechen. Ja? Suchalgorithmen, Sortieralgorithmen, ja?
dann kommen eigentlich die spannenden Fragen, weil eine Schleife zu programmieren und 10-mal Print Hello zu drucken, ja, das ist zwar schön, wenn Sie das alle können, aber wäre jetzt nicht mein Anliegen, Ihnen das alle beizubringen. Im Gegensatz dazu, wenn wir irgendwie einen Priorisierungsalgorithmus haben und uns darüber unterhalten müssen, warum jetzt ein bestimmtes Ergebnis bei diesem Algorithmus rauskommt, dann wird das spannend. Entsprechend versuche ich jetzt, oder versuchen wir jetzt mit den, in der TU Delft zum Beispiel, dort wirklich auf dem Niveau der Algorithmik anzusetzen und zu gucken, dass beispielsweise auch ein Student vom Industrial Design oder von der Baukunde dann diese Algorithmen verstehen muss, ja, weil umgehen mit Daten, ein bisschen programmieren, das lernen die schon. Das zum Thema Digital Skills. So. Ja. Naja, gut. Also erstmal die Frage, wer ist für Design Thinking? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Würden Sie das als Ja, okay. Ich habe, also wir setzen das jetzt auch mehr und mehr in der Lehre ein. Ich habe vorgestern einen sehr spannenden Workshop auf YouTube. Es ist wirklich, wie der Holländer sagt, ein Anrader, eine Empfehlung von Stanford Design School, einen Workshop dazu gesehen. Also für mich ist das natürlich auch nochmal so ein Metakonzept, wie denken wir diese, ist wahrscheinlich ein bisschen deplatziert auf der Folie, da war ich gerade, ließ ich mich hinreißen von meinem YouTube-Video beim Erstellen der Folie wahrscheinlich, aber dieses Neudenken von Prozessen, in der Tat ganz wichtiger Aspekt und auch dieses empathisch Denken von digitalen Tools. Ja? Alright. So, ich zeige Ihnen noch ganz kurz vier Beispiele oder ein paar Beispiele, wie das dann, wie wir das implementieren. Das erste, ganz großes Thema in den Niederlanden, Challenge-Based Learning. Können Sie auch linken an interdisziplinäres Lernen und so weiter. Da stellt sich dann immer die Frage, wie definieren wir eine Challenge? Also um Ihnen ein Beispiel zu geben, wir starten, ich glaube, jetzt müsste eigentlich ein Video starten, ich gucke mal, ob das klappt. Ja, wir haben jedes Jahr Joint Interdisciplinary Projects, ist für Studierende aller Fachbereiche. Die Challenges oder die Herausforderungen, die kommen von Industriepartnern. Ja, also wir haben dieses Jahr 250 Studierende gehabt. Fragestellungen kommen dann aus allen hauptsächlich Ingenieursbereichen, Software, Aerospace, Civil Engineering und so weiter. Und die Studierenden arbeiten dann aber nicht nur in Ingenieursteams, sondern in interdisziplinären Teams, auch mit anderen Fakultäten zusammen an so einem Projekt. Ja? Das ist ein neues Format, wird super enthusiastisch von den Studierenden aufgenommen. Und die lernen eben ganz viele Dinge neben dem, was sie aus einem klassischen Seminar mitnehmen würden. Können wir auch hinterher drüber sprechen. Also Interdisziplinarität, das war jetzt ein Beispiel, dieses Joint Interdisciplinary Project, ist insgesamt ein sehr großes Thema. Wie schaffe ich es, interdisziplinär und dann vielleicht sogar transdisziplinär zu arbeiten und das weiterzuentwickeln. Ich bleibe mal bei den Beispielen. Anderes Beispiel für, wie denken wir Lehrnetzwerke neu. Wer von Ihnen kennt, jetzt habe ich den Namen vergessen. wer von Ihnen ist Softwareentwickler? Wer von Ihnen benutzt, es gibt eine Online-Plattform, sowas wie Frequently Asked Questions. Dankeschön, Dankeschön. Genau das wollte ich hören. Es gibt eine, also wir haben in den letzten 3 Jahren in den Informatik Stack Overflow eingesetzt. Da wir uns das nicht mehr leisten konnten, haben wir jetzt die eigene Plattform entwickelt. Die heißt Answers, ist eine Open-Source-Lösung. Macht im Prinzip sehr ähnliche Dinge. Einer kann eine Frage stellen, eine kann eine Frage stellen. Viele können antworten und die Antworten werden geratet. Und das haben wir in Bachelorkursen, Masterkursen in der Informatik eingesetzt.
Und es ist ein sehr spannendes Modell, weil sich dadurch ganz viel Interaktion zwischen den Lernenden auch ergibt. Ja? Und was wir eben untersuchen wollen, ist auch, wie sich die dahinterliegenden Netzwerkstrukturen in der Kohorte verändern, wie wir das vielleicht auch über sozusagen Jahre fortlaufend verwenden können und wie sich so ein Learning Network im Austausch dieser Informationen verändert durch so ein Tool. So, das waren jetzt zwei Beispiele, wo ich über ein bisschen Netzwerkbildung einmal mit einem neuen Format von diesem JIP, Joint Interdisciplinary Project, oder einem spezifischen Tool gesprochen habe. Ein anderes großes Thema, hatte ich vorher auch schon erwähnt, ist, wenn wir über Reflexion sprechen. Das ist auch von der Keynote. Die Grafiken finden Sie übrigens alle auf unserer Website, LDECL.NL. Können sich auch runterladen in unseren Jahresberichten. Das war ein Talk von Annick de Bruyn, die sich in ihrer Forschung aus der Psychologie sehr intensiv eben mit Selbstregulation beschäftigt. Wie können wir Lernende enablen, sozusagen selbst steuern, selbst regulieren zu arbeiten? Arbeiten von der Kollegin Joanna Givet, wo wir dann so Dashboards benutzen oder benutzt haben von ihrer Thesis, um herauszufinden, wie wichtig ist es, dass Lernende Autonomie haben in den Entscheidungen, was gemessen wird in ihrem Lernprozess. Ja? Und das ist eben eine Schlussfolgerung dieser Dinge, die ich mitgenommen habe über die Jahre, denke ich, ist zum einen Transparenz ganz wichtig, Entscheidungen zu ermöglichen, aber auch Autonomie der Lernenden ist ganz wichtig. Ja? Ähnlich wie hier haben wir uns auch weiter mit diesem Thema Selbstregulation beschäftigt und ein großes Thema im Moment, nachdem wir schauen, ist Zielsetzung. Also wie setzen Lernende Ziele und nicht nur im Sinne von Smart Goals, also das ist schon typische, wo man 5 Kriterien hat, was ein gutes Ziel ist quasi, sondern auch, wie kann ich Lernende dazu unterstützen, regelmäßig in diesen Habitus zu kommen. Ich setze mir ein Ziel und dann gucke ich auch nach, ob ich dieses Ziel nachhalte. Ja, und dieses in sozusagen mein Lernen, genau wie ich auch ein Habit in meinem Sportverhalten, in meinem Gesundheitsverhalten entwickeln kann, denken wir, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, das im Lernverhalten eben zu verbessern. Und das ist dann ein Ansatz, wo wir in Rotterdam eben das auch mit dem Chatbot unterstützen. Letztes Thema, Augmented and Virtual Reality. Und da zeige ich Ihnen erstmal, nee, das nicht, dieses Foto. Ich hatte erwähnt, dass wir vor 2 Wochen unseren Education Day hatten und auf diesem schönen Bildschirm, auf dieser Glasscheibe, das ist ein Live-Hologramm. Ja? Also wir haben uns in den letzten 2 Jahren mit Hologramm beschäftigt. Ich habe das davor auch eher so aus Star Wars gekannt mit Holochess und Ähnlichem, aber die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass es wirklich... Sie können sich eine Telefonzelle hier reinstellen und ich könnte jetzt direkt aus Delft hier sprechen und Sie würden mich auch meinen ganzen Körper sehen. Ich könnte Sie sehen, genauso wie das jetzt. Also das haben wir hier so in dem Fall ein bisschen demonstriert. Und ich denke, da ist sehr viel möglich. Und wie wir das Thema betrachten, ist natürlich zum einen steckt da wieder ein Skalierungsfaktor drin. Also wir werden jetzt im Frühjahr nächstes Jahr gemeinsame Vorlesungen mit der University of Technology Monterrey anbieten, wo quasi ein Dozent aus Mexiko bei uns eine Vorlesung gibt, zusammen mit einem anderen Professor und andersrum. Ja? Also es wird dann sozusagen im Team aufgetreten, das ist auch das Instructional Design, dass es quasi einen in der Telefonzelle gibt, der steht dann da als Hologramm und einen Live-Dozenten. Und was uns sehr wichtig ist, ist nachzuvollziehen, was macht das mit der Immersion. Und erste Studien und erste Daten, die wir haben, zeigt halt schon sehr deutlich, dass allein schon, dass die ganze Person da steht, ein wesentlicher Unterschied ist zum Zoom, ja, zu so einer Kachel hier. Dass es aber noch viel weitergehende Faktoren gibt, die vielleicht auch eine andere Art der Kommunikation im Räumlichen ermöglichen, die Immersion verbessern und so weiter und so fort. Ja? Das ist ein Thema, was uns bei EAWIR beschäftigt in der Erneuerung der Lehre. Ein anderes Thema ist
Zusammenarbeit mit ARVR. Das ist eine Applikation, die in Leiden entwickelt wurde, wo es eben um die Diagnose von Lungen, also um die Lungendiagnostik geht. Und hierbei können die beiden Lernenden, oder können sie beliebige Kombinationen machen, mit einer HoloLens im Prinzip dieses Modell sehen und mit einem Art virtuellen Stethoskop abhören. Und das Feedback ist quasi der Ton, was zur Diagnose genutzt wird, so wie in der richtigen Diagnose. Und das sind dann so Modelle, wo wir, denke ich, eben sehr flexibel werden, verschiedene Krankheitsbilder über so ein Tool live zu schalten, daran zu üben und wo wir auch wieder eine Ergänzung zur echten Diagnostik bekommen, so ähnlich wie ich das vorher dargestellt habe. Und last but not least, lasse ich Ihnen noch irgendwie ein leider nicht so hochqualitatives Video, es müsste aber jetzt abspielen gleich, laufen, finde ich aber auch ein sehr spannendes Thema. Das geht mehr in den Bereich Virtual Reality dann. Das läuft noch nicht, ne? Ah, will nicht. Okay. Also es gibt einen konkreten Kurs auch wieder. Und zwar ist das ein Kurs in der Aerospace Engineering. Dort müssen Lernende lernen, ein Flugzeug-Crash-Site zu diagnostizieren. Also was ist hier passiert und so weiter. Und das machen die in VR. Und kritischer Punkt ist zu lernen, wie man zusammenarbeitet, um diese Site zu analysieren. Also dort mit dem Avatar rumzulaufen und das ist eine Sache, aber auch die Abstimmung, Kommunikation mit der anderen, Pointer zu geben für alle und diese zu teilen. Und das machen wir in so einer Simulation, wo wir erforschen wollen, wie funktioniert diese Zusammenarbeit in virtuellen Räumen. Ja? Und wie funktioniert das gemeinsame Problemlösen in so VR-Anwendungen. Okay. Last but not least, aber auch, es wurde viel über KI gesprochen, möchte ich noch ein Beispiel hervorheben. Sehr populäre Anwendung in den Niederlanden, auch eingebunden in Lehr-Lern-Plattformen, ist die Nutzung von Feedback zu Essays. Ja? Also Sie kennen, die Dozierenden unter Ihnen kennen wahrscheinlich alle das Problem, Sie haben ein Seminar oder eine Vorlesung mit, sagen wir mal, 300, 400, 500 Studierenden. Alle müssen ein Paper schreiben, vielleicht auch in Gruppen, dann sind es nur 250 Papers. Aber wenn Sie die alle lesen wollen, dann haben Sie viel zu tun oder müssen viele, viele helfende Hände haben. Was wir hier versucht haben, ist im Prinzip ein Maschinenlernmodell, ein Sprachmodell zu nutzen und auch bestehende Modelle von einem Plugin in Feedback Fruits zu erweitern. Und was die KI im Prinzip macht, die kann ganz einfache Formfehler, Konstruktionsfehler in den Sätzen erkennen, die kann analysieren, ist der Aufbau des Artikels in Ordnung. Also alle diese Phasen der frühen Diagnostik oder des frühen Feedbacks für Lernende, eigentlich vor der Dozent dann insteigt und eine inhaltliche Diskussion führt, kann heutzutage durch KI sehr gut unterstützt werden und das wird auch bei uns in Rotterdam beispielsweise auch hochskaliert auf viele Kurse, weil es einfach ein sehr dramatisches oder hohes Zeiteinsparungspotenzial auch für die Dozierenden hat. Und die finden das auch sehr gut. Okay, ich hatte ein bisschen Evidenz versprochen, ich habe das mal auf das hier reduziert. Das sind auch gemeinsam mit Professor Draxler begleitete Doktorarbeiten dabei. Einige sind auch im Saal. Da sind also alle Experten schon hier, wunderbar. Und Sie können die Namen natürlich auch benutzen. Das sind immer dann die Erstautoren der Artikel. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Sie haben die Vielfalt der Technologien und die Möglichkeiten dargestellt. Also natürlich nicht alle, weil es ganz, ganz viel gibt. Mir fehlt so ein bisschen der Punkt, dass
Also ich denke, es wäre ganz, ganz wichtig, dass Lehrende eine solide Basis haben, was Didaktik und Methodik betrifft, damit sie die Technologien nicht nur einfach so einsetzen, denn das macht noch keine gute Lehre, sondern dass sie sie didaktisch sinnvoll einsetzen. Mhm. Was gibt es dazu Programme an der TU Delft? Sie haben jetzt von diesen Peers, also von diesen Peers da gesprochen. Gibt es da etwas auch für alle Lehrende? Also es gibt so etwas Ähnliches wie hier, glaube ich, auch mit den Fachzentren. Also wir haben so eine Teaching Academy, wo natürlich auch die Fort- und Weiterbildung der Dozierenden unterstützt wird. Ehrlich gesagt frage ich mich aber auch, es gab ein Modell bei der Open University in Zeiten, wo die sehr erfolgreich damit waren, nämlich immer interdisziplinäre Teams für Kurse zu haben. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, die Zukunft ist eher in interdisziplinärer Zusammenarbeit, wenn wir die Lehre innovieren wollen, statt zu versuchen, den Dozierenden alles beizubringen. Also das wäre ja auch Quatsch. Ich werde auch kein Designer für bis morgen, also oder in einem Jahr. Das ist ja ein eigenes Handwerk. Ja. Mhm. Mhm. Aber wenn ich nicht weiß von der Didaktik her, was das alles bewirken kann, ja, wenn ich das schon einsetze, dann nützt es mir nichts, wenn mir meine Moodle-Plattform oder die Oder-Plattform das anbietet, Peer-Review oder Tests und Fragen und Selbsttests, wenn ich das nicht so einsetze, dass es wirklich den Lernprozess von Studierenden unterstützt. Absolut. Bin ich absolut bei Ihnen. Wir hatten bei unserem Education Day einen Workshop mit einem Spiel. Das war ganz interessant. Das ist demnächst auch verfügbar, wo man einfach verschiedene Rollen mal einnimmt, von dem Rektor der Universität hin bis zum Kurseigner, bis zu einem Wissenschaftler oder einem Doktorandin in einem Team und so ein Team zusammenstellt und mit denen eigentlich einen Kurs oder ein Programm neu denken muss. Und diese Diskussion, dieser interdisziplinäre Austausch und die Expertise, glaube ich, sind echt notwendig. Ja. Ja. Genau, auch von mir vielen Dank. Ich fand vieles da spannend und Sie haben genau sehr viele Dinge gezeigt. Das knüpft ein bisschen an die Frage an, was ich jetzt fragen möchte, was die eben schon gestellt worden ist. An manchen Stellen geht es mir so, wie ich den Eindruck habe, wie es ein bisschen den Eindruck ist, den Sie vermittelt haben. Insofern erlaube ich mir, diese etwas kritische Frage zu stellen, weil in anderen Dingen stimme ich total überein. Man sieht die Entwicklungen, was so technisch möglich ist und ist begeistert davon und versucht das zu implementieren. Und ist es nicht manchmal so, dass man die Gefahr auch hat, dass man sich verliert in der Vielfalt dessen, was sich da so entwickelt? Und jetzt vielleicht der Anschluss an das, was eben gefragt worden ist, wäre es nicht eigentlich grundsätzlich richtiger, von der Seite zu denken, wie muss ich Lernen weiterentwickeln und wir suchen dann nach den Techniken und Technologien, um das zu bewerkstelligen. Mhm. Intuitiv mag man zustimmen und trotzdem ist es immer auch wieder schwierig, dieses Primat der Didaktik voranzustellen. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch... Ich sehe in dem Designraum verschiedene Herangehensweisen. Sie können wirklich von der Theorie kommen und sagen, wie denken wir eigentlich, dass beispielsweise selbstgesteuertes Lernen didaktisch funktionieren muss, was sind da wichtige Parameter, und von diesem Modell oder von der Erneuerung oder neuen Hypothesen sozusagen das Design der Technologie abzuleiten. Gerade hatten wir aber auch Design Thinking. Ja, das ist dann so die andere Zugangsschiene, wo wir sagen, ganz menschzentriert, empathisch zu dem, was ist eigentlich das Problem, da das Design zu entwickeln. Und da sind wir wieder bei den interdisziplinären Teams. Ich denke, die Perspektiven müssen zusammenkommen. Wir müssen uns an einen Tisch setzen, um darüber zu sprechen, weil ansonsten wird es immer ein Einser-, also man wird Schwerpunkte haben. Ich habe zum Beispiel von Annick de Bruyne diese eine Folie gezeigt zu Self-Regulation. Das sind ganz klar für mich Hardcore, Cognitive Load, psychologische Forschung zu diesen Fragestellungen. Und die sind wichtig, dazu brauche ich bestimmte experimentelle Settings. Aber manchmal gehen die natürlich auch am echten Problem, was ich gerade in der Lehre habe, vorbei. Also das Kunst ist, diese Brücke herzustellen. Ja? Und insofern, ja, es muss beides da sein. Die Frage ist, wie verbinden wir das? Apropos, ja.
Hallo, Georg Peetz, Institut für Kunstpädagogik. Ich würde gerne an dem letzten Gedanken von Ihrer letzten Folie anschließen, dass Essay Review über KI möglich ist. Wie gehen wir damit um, wenn die Studierenden ihre Essays über KI schreiben lassen? Sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich würde mal die Frage umformulieren. Wenn die Studierenden ihren Essay über eine KI schreiben lassen können, wozu brauchen wir dann den Dozenten? Und ich denke, da müssen wir genau über den Mehrwert nachdenken, wenn wir sagen, okay, das geht bis zu einem gewissen Niveau, ja, und bestimmte Dinge, die lerne ich halt in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, ja, und die lerne ich vielleicht nicht mit diesem System. Es gibt ja gerade, ich glaube, letzte Woche war dieses System von Meta in der Presse, wo sie verschiedene Modelle jetzt kombiniert haben, um so ein Gesellschaftsspiel zu spielen, wo es dann auch um Verhandlungen unter Menschen ging. Und ich glaube, da kommen sehr komplexe Fragestellungen auf uns zu, ja. Aber wir sollten uns dessen bewusst sein und proaktiv damit umgehen. Das wäre jetzt meine kurze Antwort darauf, auf eine sehr lange Diskussion eigentlich, die wir darüber haben müssten. Hallo, danke. Also ich fand Ihren Vortrag sehr, sehr gut und interessant. Danke. Ich finde, eine Stelle könnten wir noch ein bisschen verbessern. Wenn Sie zwei Beispiele sagen, wo Ihre Vorhersagen, AI-Vorhersagen, voll in die Hose gegangen sind. Naja, gut, also ich kann Ihnen eins sagen, im Übrigen sehr wichtiges Thema, Lernen aus Fehlern, wie können wir damit in der Lehre umgehen. Aber bei diesem letzten System, was ich Ihnen gezeigt habe, hatten wir am Anfang, als wir das System entwickelt haben, eine komplett andere Idee. Ja, also das System kann dann so genau Feedback für Sätze geben und so weiter und das funktioniert dann wunderbar, funktionierte überhaupt nicht. Ja, wir hatten einen Datensatz von 1500 Essays, aus denen das System gelernt hat. Die Datenqualität war im Endeffekt unterirdisch und das, was das System gemacht hat, hat niemandem geholfen. Also mussten wir den Ansatz auch umdenken und im Endeffekt hat das System dann nur, in Anführungsstrichen, den Essay auf einer Rubrik auf mehreren Dimensionen klassifiziert und sozusagen der Student konnte das wie so ein Lernwerkzeug benutzen, indem er seinen Essay anpassen konnte und gucken, wie sich sein Score verändert. Ja? Und dadurch aber selbst eigentlich ein Qualitätskriterium entwickelt, weil das System eigentlich nicht in der Lage war zu sagen, das ist super und das ist nicht so toll. Sondern diese Entscheidung musste der Lernende treffen, aber man konnte eine Klassifikation vornehmen. Aber gut, wo meine Vorhersagen weitergehend in die Hose, also sehr gute Frage, darüber nachzudenken. Denke ich drüber nach. Okay. Dann eine letzte Frage noch. Ja, ne? Gerne. Weil das Problem an solchen Fragen geht immer, die kollidieren irgendwann mit der Kaffeepause. Genau, und damit beides dann müssen wir die Verbindung in der Kaffeepause suchen. Es schließt eigentlich ein bisschen an die Fragen, die eben gestellt wurden. Und wie gesagt, auch vielen Dank von meiner Seite für Ihren Vortrag. Sie sind ja gelernter Psychologe, habe ich richtig verstanden? Habe ich mal gelernt, ja. Und wären Sie denn ganz knapp in der Lage zu sagen, wo ist denn das Eigentümliche der HI gegenüber der AI? Ja, Human Intelligence. Also ich arbeite gerne mit HI. Ah. Wir arbeiten ja sonst mit AI. Und könnten Sie da zwei Sätze zu sagen? Es schließt im Grunde genommen an Ihre eigene Folie, wo Sie gesagt haben, wo sind die Möglichkeiten? Das war ja eine kurze, schöne Folie, nicht wo sind die Möglichkeiten, also die wir haben, also digital. Jetzt ist immer die Frage, dialektisch gesehen, musst du ja immer dann auch das Gegenteil also mitreflektieren, wo ist die Grenze? Also
kann ich Ihnen jetzt nicht so aus wissenschaftlich-psychologischer Sicht beantworten, weil außerdem, ich meine, meine Doktoranden empfehlen mir jede Woche ein neues KI-Tool, was entweder Bilder zeichnen kann, Texte schreiben oder Musik machen und was völlig abgefahrenen Krams macht. Aus persönlicher Erfahrung, ich mache improvisierte Musik. Also Sie werden keine KI finden, selbst die mir zuhört, die das, was ich spiele, in den nächsten 5 Jahren nachspielen oder vergleichbar generieren kann. Vielleicht in 5 Jahren schon, weiß ich nicht. Aber ich glaube, diese Kreativität ist ein sehr großer Bereich, da würde ich sagen, ist. Aber das ist natürlich immer im Auge des Betrachters auch. Ja. Aber keine Ahnung. Das wahrscheinlich auch. Ob es eine Frage der Zeit ist, klären wir in der Kaffeepause, in einem kleinen Zeitfenster. Nochmal einen herzlichen Applaus für Markus. Dankeschön. Danke, Markus, dass du da warst.